Ja, Gott sei Dank kann man darüber gut laufen. Gut. So mitlaufen. Tatsache. Man fällt nicht Ja. zwischendurch. Zum Glück nicht, ansonsten wäre es echt übel. Das wäre übel. Und hier steht ein Auto. Mit Oh, einem sehr Knopf. gut. Ich komme. Ich drücke den Knopf. Presst den Button. Oh Gott! Gibt wahrscheinlich nur wieder einen Hinweis, wo du hin musst. Fähr nach oben. Wahrscheinlich. Und schon. Und. Bats. Nö. Checkpoint 5. Ist was Neos kann man passiert? Checkpoint 5 gut sehen. Okay, dann kann man wahrscheinlich hier über die Wäscheleine. Ich glaube nicht. Nehme ich einfach mal an. Was hat der Knopf ausgelöst? Ich weiß es nicht. Oh Gott, nein! Ich bin wieder bei Checkpoint 4. Kann man die Leine laufen? Ja, wenn du es gut machst, dann kann man. Dann versuche ich es mal zum Checkpoint zu kommen. Ja. Verdammt. Ich bin nur mit Checkpoint Genau 4. das ist mir auch gerade passiert. Es geht, man kann es machen. Es geht, aber es geht nicht gut. Das ist irgendwie ein bisschen. Ja, ich bin fast drüben. Fast drüben. Ach, Kacke. Ich hab's gesehen, das wäre echt knapp. Sehr knapp. Fast am Ende. Level müssen wir auch noch schaffen. War schon so dicht dran. Meinst du, das schaffen wir heute noch? Ich gehe davon aus. Das ist erst Checkpoint 5. Wer weiß, wie viele es noch gibt. Wahrscheinlich 25. Insgesamt 10 oder so. Okay, ich hänge hier mit dem Bein in der Wäscheleine. Oh, okay. Ja, hi. Bist ein Stück Wäsche. Offensichtlich. Moment, was passiert, wenn ich jetzt... Oh. Ha! Ich bin rausgekommen. Ich hänge an einem Stück Wäsche. Vielleicht kann ich hier schwingen. Ja, es kann sein. Ja, stimmt, warum hangeln wir uns eigentlich nicht rüber? Das ist doch viel leichter. Dann kannst du gerne machen. Ich versuche es auf dem Nee, ich klassischen versuch's mit Weg. Laufen. Ja. Ich bin wieder auf der Wäscheleine. Nein, bin ich nicht. Ja, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Nee. Dann haben wir mal einen Modi. Der Zwerg. Der Modi und der Zwerg. Was? Das hat gerade gedupst. Bist noch im Discord drin? Das hat gerade bei Discord geplinkt. Jetzt würde jemand in den Discord reinkommen. Au. Du bist gerade von meinem Gesicht Aber ich bin abgesprungen. drüben. Ich auch gleich. Jetzt nicht runterfallen, jetzt nicht runterfallen, jetzt nicht runterfallen. Ach, verdammt. Ich Lass bin dir ruhig runtergefallen. Zeit. Ich bin über dein Gesicht gesprungen und war schon drüben. Bin da aber doch noch runtergefallen. Das ist so kurz vor dem Checkpoint. Aber die Checkpoints liegen hier verdammt gering auseinander. Also das Checkpoint 4 und Checkpoint 5. Haben jetzt, also Checkpoints 3 und Checkpoint 4 und Checkpoint 5, das ist eigentlich human. Ist jetzt nicht. Ja, aber 1 und 2 waren schon übel. 1 und 2 waren schon doppelt übel. Ah, verdammt. Egal, als erwartet. Der Knopf macht wirklich gar nichts. Nee. Und wozu ist er denn da? Die Knöpfe könnten eigentlich als Checkpoints dienen. Das wäre doch eigentlich eine geniale Sache. Eigentlich schon, aber Eigentlich schon. so eine riesige fliegende Schrift ist schon besser. Ich bin drüben, ich bin drüben, ich bin drüben. Okay. Zwerge bleibt drauf, hol den Checkpoint. Es ist halt hier ein bisschen blöd, um die Ecke zu kriechen. Es ist halt hier. Verdammt, verdammt! Dicht am Checkpoint vorbei. Ich bin wieder Okay, ich werde unten. jetzt ganz langsam laufen. Ich bin wieder am Checkpoint 3, Modi. Ich bin wieder am Checkpoint 3.
Was? Ich bin bis runter auf die Stadt. Ich bin hier wieder in der. Ich laufe hier wieder in der Stadt rum. Oh Gott. Tach, Modi. Ach, da drüben bist du. Versuch nicht zu hängen, einfach rüber rennen. Und ein bisschen nach links. Ja, natürlich, aber ich häng schon wieder mit dem Bein fest. Du musst ein bisschen nach links drücken, also du musst ein bisschen. Du musst, während du über die Leine rennst, also du musst da A gedrückt halten, also du musst wirklich, also weil du wirklich chronisch versuchst, nach rechts runter zu kippen, musst du halt versuchen, rüber zu rennen. Modi. Wie gesagt, ich würde überhaupt irgendwas gerne mal versuchen. Aber ich hänge wieder mit dem Bein in der Wäsche. Also ich war schon dreimal drüben. Zweimal. Dach, Moni. Au. Ach, verdammt. Wieder fast drüben. Das verdammte Checkpoint. Das verdammte Leine. Nicht zu glauben, dass wir nach den ganzen Spielstunden an der Leine scheitern. Also ich würde sagen, wir spielen das Level nicht zu Ende. Gott. Das wird nichts mehr. Wir schaffen jetzt noch ein paar Checkpoints. Vielleicht schaffen wir noch den 5. Checkpoint. Vielleicht den 6. Dass wir das heute zu Ende schaffen, das glaube ich nicht. Da glaube ich nicht dran. Oh, da kann man dann von Checkpoint 5 aus mit einer Schraubenschlüsselbahn laufen. Also nicht fahren, sondern da hängen Schraubenschlüssel in der Luft. Ja, ja, die habe ich schon gesehen von unten. Ja, fast drüben. Ja, ich bin wieder auf dem Dach. Vorsicht, Zwei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ich falle. Vorsicht. Um die Ecke. Checkpoint. Ich bin am Checkpoint. Ich bin auf dem Dach. Ich hab den Checkpoint. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab den Checkpoint. Komm rüber. Ja, ich bin da. Und jetzt. Jetzt hier rüber oder was? Zum Burger? Ja, zum Burger. Vielleicht macht der Knopf ja was. Hey, ein Riesenburger. Nom nom nom. Burger, du hast mich ja, er aktiviert den nächsten Checkpoint. Aha. Wo sind die Schrauben? Ach so, da sind die Die Kugeln, die von denen vorhin geredet hast. Ja, oh Mann. Oh Gott. War das jetzt Checkpoint 6 oder was? Nee, da hinten ist Checkpoint 6. Wo? In die Richtung? In die Richtung, so, in die ich jetzt. Da, Checkpoint 6, ich sehe ihn. Moment, müssen wir jetzt wieder runter und. Hoffentlich nicht. Wirklich. Doch. Müssen wir aufs Rathaus drauf oder was? Wir müssen also auf verschiedene Gebäude hoch. Ernsthaft? Okay, und da vorne ist Hot Pizza. Und von hier aus können wir nicht auf das andere Gebäude. Nee, das ist zu weit weg. Nee, wir müssen aufs Krankenhaus da. Das ist doch Bullshit. Ja, ich find's eigentlich schon kreativ. Wozu sind wir denn hier hochgeklettert? Ach Mann. Ja, um wieder den unten. Checkpoint auf dem Krankenhausdach zu aktivieren. Das ist schon gut gemacht. Stimmt, Checkpoint 6 hätten wir so nicht gefunden. Also der Knopf hat erst Checkpoint 6 ausgelöst. Das heißt, wir hätten nicht von Checkpoint 3 zu Checkpoint 6 laufen können. Das ja, ganz schon, genau. Das macht jetzt, dann macht das Sinn. Also musste man es erstmal freischalten. Buha. Ich glaube, Checkpoint 6 ist machbar. Checkpoint 6 ist sau easy. Ich bin jetzt nur aus Blödheit runtergefallen. Aus Blödheit. Aha. Ja, schieb mich hoch. Okay. Hier kann man liegen. Ein Liege. Okay. Oh, was ist der Checkpoint? Checkpoint 6 und Checkpoint 7 ist da hinten. Das ist ja gut. Wie viel schaffen wir jetzt noch? Wieder auf das Gebäude. Dann müssen wir hier die Leiter hoch. Die Liege ist ein bisschen dezent überflüssig. Man kann ja gleich auf die Waschmaschine. Ah, das ist ein Knopf. Hast du den Knopf schon gedrückt? Ja, ja. Der macht Checkpoint 7 oder was? Checkpoint 7. Ah, okay. Jetzt übers Dach oder was? Ah, sehr gut. Ja. Über das Wohnhaus, okay. Die Leine. Die Feuerleitern zu benutzen ist sehr seltsam. Mhm. Ja, hier sind Schilder. Das heißt, hier müssen wir lang.
Klebe die Schilder. Straßenschilder. Au. Aha. Okay, wieder runter oder was? Ne, hier rüber. Ich bin hier unten in der Feuerleiter. Ja, warte. Ah, vielen Dank. Alles klar. Okay, wo jetzt? Wahrscheinlich. Ah ja, okay, ich sehe schon. Alles klar, Herr Kommissar. Oh, das Klio, Herr Kommissar. Mr. Kommissar. Nein, ich bin hier unten. Okay, ich hab's. Und wir müssen uns wieder schießen lassen. Ja, ich bin hier noch in der Feuerleiter. Warte, ich komme. Ich hab die Nummer 7. Au. Die Feuerleitern sind ein bisschen blöde. Jo. Rüber hier. Jo, bin am Checkpoint 7. Oh, ja. Und ich gehe gerade in Richtung der Checkpoint Schuss. 8. Ach du Scheiße, wir müssen über Schirme. Da kommen wir doch relativ schnell voran, das ist doch nicht. Ja, diese verdammte Leine hat uns nur so lange aufgehalten. So eine verdammte Wäscheleine. Okay, ich muss noch ein bisschen zurück. Au. Au. Okay. Ich kann ja zum Glück Load Checkpoint das machen. Das Brett erschlägt mich. Au. Mein Kopf. Im Kopf geht's gut. Au. Autsch. Ich fette mal. Ja, das sieht sehr gesund aus. Au. Das sieht schlimm aus. Das sieht schlimm aus. Aua. Das Brett trennt meinen Kopf ab. Wie komme ich hier rauf? Wie komme ich au. Autsch. Au. Das macht Schmerzen. Oh. Au. Ich hänge an dir fest. Ah nein. Ich bin runtergefallen vom Dach. Ich hab dich irgendwo hingeworfen. Ja, ich bin wieder unten in der Stadt. Ich gehe mich ersaufen. Hallöchen. Ich bin auf den Knopf gelandet. Okay. Was soll dieses Brett hier? Was will das von mir? Du musst dich rüberschleudern lassen. Ja, aber ich muss mir erstmal ans Brett kommen. Ich muss erstmal das Brett erreichen. Das ist die größte Schwierigkeit. Ich hänge an einem Schirm. Ah. Ach, verdammt. Hat mich nicht zu weit geschleudert. Ich muss erstmal auf das Brett kommen. Das ist die Schwierigkeit. Juhu. Ah, ich bin drüben. Ich bin auf dem Dach. Puh. Tränen abwischen. Vorlachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache was falsch. Morty Poppins. Es ist Morty Poppins. Offensichtlich. Ich komme zu dir. Mach das. Dann komme ich wieder zu dir. Nein! Das war aber nichts. Morty Poppins ist abgestürzt. Ich kann mich ja direkt zum Checkpoint resetten. Ja, verdammt. Ich weiß nicht, ob du das kannst, Dämmer. Kann ich das? Ah, verdammt. Soll ich es mal versuchen? Lieber nicht, sonst machst du mal was kaputt. Ich gehe mich lieber trinken. Das ist hier, glaube ich, die einzige Möglichkeit, zum Checkpoint zu kommen. Au. Wenn man sich an der Hafenkante ertrinkt. Ah. Das Wasser ist übrigens sehr schlecht animiert. Sehr schlecht gemacht. Naja, das Wasser sieht okay aus. Autsch. Jetzt hat mich das Brett wieder erschlagen. Immer diese aggressiven Bretter. Hä? Drauf hier. Verdammt. Muss man einfach drauf springen. Und ha! Genau so. Und drauf geblieben. Sehr gut. Und jetzt über die Schirme. Ach, die Schirme, die sind doch wieder. Die sind doch wieder schlimm. Und hops. Meinst du, wir schaffen das Level jetzt noch zu Ende? Ach, könnte sein. Kommt drauf an, wie lange wir jetzt hier noch bei den Schirmen festhängen. Es ist halt schon 20 Uhr. Naja. Musst du irgendwo hin? Nö. Also, du hast prinzipiell sogar noch Zeit. Prinzipiell. Also 20.15 Uhr würde ich gern fertig sein hier. Jetzt kommen halt Nachrichten, also das ist, was muss das, also, ja. Oh, ich bin hier am Fenster. Ich gucke halt um 20 Uhr gerne Nachrichten. Das ist immer wieder lustig.
Guckst du ihn nicht einfach online danach an? Kann ich auch nachher online angucken. Auf YouTube kommt es ja sogar hier. Es wird ja sogar auf YouTube gestellt. Irgendwann gegen, ja, 22, irgendwann gegen 22 Uhr ist das, glaube ich, online. Ja, normalerweise schon. Also ich weiß nicht, ja, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe nicht mal mehr einen Fernseher. Ich schon. Puh. Ich mache alles über Apps, was da so anfällt. Oh, ja, oben. 20.15 Uhr kommt halt meine Lieblingskrimiserie. Die gucke ich ganz gerne. Auf welchem Sender? Kabel 1, Hawaii 5O. Samstags, 20.15 Uhr. Ach so, kann man doch einfach danach in der Mediathek anschauen. Ja, aber ich gucke es halt gerne im Fernsehen. Ich bin halt noch ein Fernsehgucker. Ich bin halt kein Smart TV? Nein. Hm. Oder vielleicht schon, aber... Nie benutzt. Nicht wissen, wie es geht. Fast drüben. Ich war am letzten Schirm. Modi versucht, über die Schirme zu kommen. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Ja, ich versuche erstmal wieder mit dem Brett zurechtzukommen. Also gegen 20.15 Uhr würde ich das abrupt abbrechen. Da würde ich dann wirklich... Da würde ich dann wirklich schon mal fertig sein. Also kommen wir langsam zu einem Ende, will ich damit sagen. Ja, wenn wir uns beeilen, dann schaffen wir das. Finde ich dann auch. Wenn es jetzt noch 20 Checkpoints sind, dann muss das auch nicht sein. Ja, ich denke mal, Checkpoint... Ich meine, wir spielen ja schon eine Stunde, das ist ja auch dann. Ich schätze mal, es wird 10 Checkpoints geben, das wäre so eine klassische Anzahl. Ich hänge wieder am untersten Fenster fest. Und wir sind jetzt bei Checkpoint 8 oder was? Ja, wir sind jetzt bei Nummer 8. Müssen wir jetzt nur noch über die Schirme kommen. Das ist halt das, die Schwierigkeit. Also ich bin relativ gut dabei gerade. Ich hätte halt, also das wäre schon was Tolles, das jetzt beendet zu haben. Das wäre schon ein Erfolg. Ja, das wäre auf jeden Fall was mit Bahn geben kann. Wäre schon was Befriedigendes. Ja. Könnte man mitleben. Wäre jetzt traurig, dass wir es wieder zu zweit gemacht haben, aber ja, ist halt so beim 4-5 Discord. Dass wir mal zusammenkommen, das ist fast unmöglich. Also eine Aufnahme haben wir sogar, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, eine Aufnahme haben wir tatsächlich schon geschafft, wo alle dabei waren. Wirklich? Man glaubt es nicht, aber ich glaube, das war das Techniker-Level, wo die Kabel hier, das Kohle-Level. Da war dabei, da war Prof mit dabei, da war ich mit dabei, Takiro war glaube ich auch mit dabei. Also da waren wir wirklich fünf. Wir haben ja praktisch fliegenden Wechsel gemacht. Da waren wir zu fünft. So seit Anfang an. Von Beginn an. Das ist wirklich ein Wunder. Also Ninilane war von Beginn an da, was für sie wirklich seltsam ist. Ja. Und waren alle da. Das gibt es hier selten im 4-5 Discord, aber. Autsch, mein Kopf. Oh, ich hänge im Brett fest. Aua. Autsch. Ah, verdammt. Da bin ich wieder raus. Ich bin im Brett festgebackt. Wo hängst du so rum, Modi? Ich bin wieder an den Schirmen. Ah, okay. Ah, nee, bist du nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Das Brett ist hier wirklich ein bisschen asozial. Au! Ja, das Brett ist sau asozial. Au! Die Schirme auch ein bisschen, aber das Brett hinzukriegen, da muss man schon ein bisschen das erstmal hinzukriegen. Das Level ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen asozial ausgelegt. Das ist... Ah, verdammt! Ich hänge am ersten Schirm. Okay. Ach, ja, ich glaube, am besten die Chancen, wenn man nicht großartig... Oh Gott. Das wird hier nichts. Ja, hi. Ich lass mich mal hinkommen. Versuch du weiterzukommen. Ich hänge hier ein bisschen rum. Kommst du hoch? Spring über meinen Kopf. Oh, verdammt. Hat's nicht geklappt. Na komm. Die Schirme sind schon sau assi. 10 Minuten haben wir noch. Rübs. Still mich hinein rübsen. Ach, weißt du was? Ich
komme da eh nicht mehr hoch. Willst du beenden? Sagen wir, schaffen es jetzt nochmal mit den Schirmen. Ja, gut. Gibt es hier eine Möglichkeit, um die. Nee, gibt's nicht. Um die Feuertreppen. Das wäre jetzt ein bisschen unbefriedigend, das Ende. Ich weiß halt nicht, wie viele Checkpoints es überhaupt gibt. Also, das ist. Wenn es halt 10 Checkpoints wären, wäre das schon doll unbefriedigend. Also, wenn wir wüssten, da gibt's noch. Das sind insgesamt 20 Checkpoints oder 15 Checkpoints. Dann wäre es ja, dann könnte man sagen, ja gut, hätten wir jetzt eh nicht mehr geschafft. Wenn wir jetzt da noch eine Stunde dran hängen, ist das jetzt auch nicht mehr. Das wäre schon ein bisschen blöd. Ach Kacke, das Brett hat mich runtergeworfen. Das wäre schon ein bisschen dolle Kacke. Und jetzt bei 8 von 10 festhängen. Oh Gott, letzter fucking Schirm! Da war ich auch schon. Mann! Das hätte ich auch asozial gemacht. Aber richtig! Sonst machen wir gleich einen Rage Quit. Ach komm! Ich war auf dem Brett drauf. Geh gemeinsam. Ja. Danke fürs Festhalten. Immer. Und. Nacheinander, Modi. Sonst wird das nichts. Ja. Okay, du zuerst. Nee, mach du. Ich bin gleich unten. Ja, so viel dazu. Ich glaube, wenn man darüber springt, also man auf dem Schirm landet und sofort springt, also nicht versucht festzuhängen, sondern nicht einfach hops, Mann, der hat die scheiß Hände nicht rechtzeitig ausgestreckt. Mein Gott. Vielleicht geht das, wenn man nicht versucht, drüber zu klettern, sondern einfach hüpft, einfach. Ja, habe ich auch schon versucht, aber ab einem gewissen Punkt muss man klettern. Dass das einfach unkontrollierbar wird. So, noch 3 Versuche. Ja, immerhin, das Brett schaffen wir schon mal ganz gut. Ja, noch 3 Versuche bei den Regenschirmen. 3-mal runterfahren, dann ist Ende. Ja, das können wir so machen. Ja. Dann ist das zeitlich auch in Ordnung. Oh, ich hänge. Ja, Nummer 1. Bei mir auch. Geht übrigens auch, wenn du es. Also, ich mache jetzt nicht noch 3 Versuche. Wenn du es beim dritten Mal verkackst, zählt für uns beide. Ja, klar. Da wäre ich wieder. Mache ich bei Mario auch immer so. Also das. Bei welchem Spiel war das letztens? Ich dann irgendwann, wo ich einfach sage, wenn ich nicht mehr weiterkomme, bevor ich dann Rage Quit mache, sage ich dann, ja, Mario Party war das jetzt, Super Mario Party. War das beim Endboss. Beim Endboss, wo ich dann immer bei dem hier Super Mario Party die wie hieß das hier, die. Der Pfad der Prüfung, wo dann immer am Ende der Endboss kam, das war dann immer ein richtig böses, richtig schlechtes Minispiel. Mhm. Und da habe ich dann halt einfach. Bei Mario Party war nie gut. Da habe ich dann halt einfach beim Endboss gesagt, so jetzt noch 10 Versuche. Ansonsten, ja. Also bei allen, eigentlich habe ich es bei allen dann doch geschafft. Überraschend kurz vorm Ende, also beim 2 Versuche waren noch übrig. Ansonsten hätte ich Rage Quit gemacht. Kletter du. Ich versuch's. Na. Wir haben auf jeden Fall gute Chance. Es sind nur noch 3 Schirme. Ja. Leicht gesagt. Hilfe. Was los? Kletter du hoch. Versuch's. Ja, gut. Ist das dein letzter Try oder? Ja, letzter. Dann versuch's. Gib dein Bestes. Okay. Na komm, du schaffst das rüber. Na komm, Modi, ich glaub an dich. Komm. Streng dich an. Ich bin nur die Hafenkante. Ich bin wieder beim Checkpoint. Checkpoint. Na, 7, oder? Ja. Vorletzter Schirm. Checkpoint 8. Na komm, ich hab eine Position. Yay. Letzter Schirm.
kriegen wir ein Happy End. Komm. Zumindest Checkpoint 8 noch erreicht. Das kann man zählen, das kann man zählen. Ja! Bis drüben, beim Checkpoint. Im Grunde schon. Also Checkpoint noch nicht, aber ich habe die Schirme geschafft. Dann kletter dich hoch. Dann zieh dich hoch. Über den Checkpoint. Ja, ich bin leider eine Ebene drunter. Ich meine, ich kann hoch, aber es wird ein bisschen... Nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Mach nein, langsam. Nein, das ist nicht der Plan. Mach langsam. Oh. Oh Gott. Das schön. Okay. Was? Okay, so viel zum Thema. Ich habe die Schirme geschafft. Gibt's noch mehr Schirme oder was? Ja, rotierende riesige Schirme. Na komm, wenn sie riesig sind, dann ist das doch machbar. Na komm. Es sind halt diese, es ist halt das Zahnradprinzip aus Factory. Ich kann halt nicht zu dir kommen, das ist halt schon ein bisschen... Ja, aber die sind tatsächlich gut machbar. Na komm. Okay, das wird was. Drückst das hin, ich kann es jetzt zwar nicht sehen, das ist ein bisschen schade, aber... Ja, du siehst dann ja irgendwann in meiner Aufnahme. Ja, wenn du es mal veröffentlichst, hoffen wir es mal. Ja, das kommt schon irgendwann. Du hast gesagt, du hast gerade eine motivierte Phase. Nein! Und ich bin gefallen. Bei mir kommt es ja auch erst im Dezember, Mitte Dezember. Das überrascht jetzt, diese Aussage wird jetzt die Zuschauer überraschen, weil es im... Wir haben den 2. November. Ja, wir haben jetzt den 2. November. Ich habe schon ordentlich Parts auf Lager, aber... Ich habe es mal so gesagt, also ich könnte jetzt auch ordentlich rausbuttern und sagen, eine Woche lang nur Human Fall Flat Parts, dann bin ich wieder aktuell, aber... Oh, du bist hier unten. Ja. Du hast nicht geschafft. Du hast verkackt. Ich habe verkackt. Also gut, ich würde dann mal sagen, wir machen das Level vielleicht beim nächsten Mal irgendwie fertig. Ich werde mir das privat mal angucken, werde es noch durchspielen. Ja, privat kam ich halt bis zu den Folgen, jetzt kam ich nie bis zum ersten Checkpoint. Das ist halt das Ding. Ja gut, also... Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen... Dann, was? Ich bin gerade hier von nix durch die Luft gestellt worden. Ah. Hol mich hoch, Molly, ich häng hier. Und dann beenden wir das hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt schon eine Stunde und 12 gespielt. Stunde 15 gleich. Ja... Ist halt ein bisschen asozial, ist halt ein bisschen schwieriger, das nehme ich ja vor allem mit dem Schirm und mit der Leine und es gibt ja einige Sachen, die sind halt nicht so einfach zu machen. Ja, wie gesagt, wenn das Level mehr als noch 2 Checkpoints haben sollte, dann kann man ja noch ein Part machen. Ja, dann werde ich mir das privat angucken, werde beim nächsten Mal hosten und werde vorher bis dahin spielen, bis zu den Schirmen. Ja. Wenn nicht, dann ist es einfach... Dann hat nur noch 2 und dann... Also für 2 Checkpoints machen wir jetzt nicht noch ein Part. Das ist es jetzt nicht wert. Genau. Das lohnt sich nicht. Ja, okay. Ihr werdet sehen, wenn es noch ein Part gibt, dann sehen wir uns da wieder. Wenn nicht, dann nicht. Damit euch gefallen haben, lasst ein Abo da, schaut bei Modi vorbei. Schaut auch bei den anderen vorbei, die nicht da gewesen sind, bei Takio, bei Nini Nein und beim Prof. Und beim Kautschuk, der war jetzt bei Human Fall Flat noch nicht so wirklich mit dabei, aber bei dem könnt ihr auch auf dem Kanal vorbeigucken. Bei Prof gibt es nicht viel zu sehen, aber bei den anderen gibt es was zu sehen. Ja. Modi, willst du noch was sagen? Nee, ich will nichts mehr sagen. Dann sage ich auch nichts mehr. Ich bin schon dabei, das Level rauszusuchen für jetzt eigentlich. Ciao, ciao. So, dann bin ich mal weg.